Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines 1. Ja, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal. Mich freut es total, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass das Video auch so gut bei euch ankommt. Ja, und dann wollen wir einfach mal gucken, was wir in dieser Folge heute hier mal machen. Ja, also erstmal haben wir hier ein paar leerstehende Häuser, die würde ich auch sagen, die reißen wir mal komplett ab, damit hier wieder neue Gebäude entstehen können. Und dann schauen wir mal, was uns heute in der Folge hier erwartet. So, hier ist jetzt glaube ich alles weg, da ist noch eins. Genau, das reißen wir auch weg. Genau wie den hier. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier auch noch leerstehende Gebäude? Da haben wir ein leerstehendes Gebäude. Ein Müllproblem haben wir. Wieder mal. Aber okay, Müllproblem. Wir haben neue Müllverbrennungsanlagen. Da werden wir auch mal direkt hier eine hinsetzen. Beziehungsweise zwei auch ruhig. Dass wir hier genügend verbrennen können. So. Was machen wir in der heutigen Folge? Wir haben große Nachfrage an Wohnraum. Und da würde ich auch sagen, da steigen wir auch mal komplett sofort ein. Wir nehmen die größeren Straßen jetzt hier auch mal langsam mit den Bäumen. Für die Querstraßen. Genau. Na. 90 Grad bitte. Und da passt es nicht hin. Ort ist belegt. Warum? Gut, dann machen wir dann halt so nur dorthin. Setzen hier oben direkt das nächste Feld an. Gucken wir mal, ob wir hier die 90 Grad langsam mal wieder reinkriegen. Genau. Ja, wir können lieber vorsorgen, als wie nachher wieder anzufangen. Jetzt haben wir gerade das Geld dafür. Aber das gefällt mir da noch nicht. Zack, zack, genau. Und rüber. Machen wir hier genau das gleiche Spiel. Wir machen jetzt hier erstmal alle Straßen einmal rein. Und dann können wir von da aus dann da rüberziehen. Genau, so. Hier dort rüber. Dann müssen wir uns um die Wasserversorgung kümmern. Da kümmern wir uns dann jetzt gleich auch drum. So. Wasserversorgung haben wir hier. Haut dorthin, das haut hin. Und dann auch bevor wir gleich die Flächen zuweisen, für was das ist, werden wir erst Schulen setzen, Polizeistationen setzen. Oh, wir haben eine Kleinstadt mit 11.000 Bewohner erreicht, haben ein bisschen was freigeschaltet bekommen und. Sehr schön, wir können glaube ich auch das nächste Feld kaufen, weiß ich jetzt gerade nicht. Gucken wir gleich mal nach. So. Und dann jetzt wieder hier rüber. Genau. So, was brauchen wir? Wir brauchen jetzt erstmal wieder einen Arzt. Wir brauchen jetzt erstmal wieder einen Arzt. Wenn wir ihn hier hinsetzen, ist eigentlich ganz gut abgedeckt. Dann brauchen wir die Feuerwehr wieder. Setzen wir mal eine große. Wir setzen mal eine große dorthin. Eine Polizeistation dürfte eigentlich eine kleine ausreichend sein. Die ist ausreichend. Und dann haben wir jetzt Grundschulen.
Ja, da können wir mehr von setzen, weil die haben ja nicht so einen großen Radius. Ja, gefällt mir aber hier schon besser. Und dort gefällt es mir besser. Hier eine. Hier noch eine. Sollte dann jetzt erstmals ausreichend sein. Wir werden Wohngebiete hier die großen setzen. Oder die mit hoher Dichte. So, und dann werden wir hier mit geringer Dichte. So. Wenn wir ihn hier noch setzen müssen, damit wir hier die Stromversorgung aufrecht bekommen. So, geht ordentlich runter. Wo könnten wir denn noch ein bisschen Gewerbe setzen? Ein bisschen Gewerbe könnten wir hier hinsetzen. Dort haben wir noch ein bisschen Gewerbefläche. Das passt ganz gut, finde ich. Ja. Da haben wir die nächsten Häuser, die leer sind. Ja, das wird jetzt immer mehr werden hier. Weil wir nicht genügend Arbeiter haben. Da werden wir uns dann gleich drum kümmern mit einer Highschool, einer Oberschule und einer Universität, genau. Nur da brauchen wir 24.000 für. Das heißt, wir werden hier auch mal die Geschwindigkeit wieder etwas erhöhen. Aber ich glaube, eher brauchen wir die Uni. Ja, wir brauchen eher die Uni. Wir brauchen eher die Uni. Das ist jetzt das Problem. 75.000. Können wir einen Kredit aufnehmen? Von 60.000? Ja, könnten wir machen. Dann könnten wir nämlich die Uni kaufen. Ne, da ist nicht genügend abgedeckt. Dann wäre hier unten alles abgedeckt mit. Ich würde sagen, wir setzen die Uni hier hin. Ah, wie die sich alle freuen. Das ist ein Traum, ist das. So, jetzt haben wir hier oben natürlich noch ein Stromproblem. Richtig. Warum baust du auch da sofort und nicht erst hier? Ach nee, nicht genügend Strom. Ja, das wissen wir. Das wissen wir. Jetzt müsste hier noch einer bauen. Aber wir könnten im Untergrund. So, damit haben wir sie auch versorgt. Ja, im Untergrund, das ist so ein, ja, Transformator oder ja, Weiterleiter. Kann man jetzt nehmen, drehen und wenden, wie man möchte. Wir können aber hingehen und jetzt unsere Gebäude, was wir haben. Gaswerk haben wir doch irgendwo eins. Oder nicht? Ja, doch, da oben zwei Stück. Eigentlich könnten wir die abreißen. Wo haben wir das andere gehabt? Hier. So, Mülldeponie, ja. Auslassung, ja, ich weiß, aber ihr müsst hier erstmal leeren. Ah, die ist leer. Okay, die kann dann wieder gefüllt werden. Hier sind nur 56% drin. 91. Und hier die beiden laufen auch. Die laufen auch ganz gut. Ja, super. Ja, mit
7. 72.000 an Kapazität ist nicht viel. Aber ich glaube, die könnten wir hier oben dann nochmal hinsetzen. Soll man hier oben nochmal hinsetzen? Wir setzen hier oben nochmal ein Müllheizkraftwerk hin. Und dann schauen wir mal, was damit noch jetzt in der Zukunft passiert. Wir haben wieder Gewerbenachfrage. Wo setzen wir denn hier Gewerbe weiterhin? Könnten wir eigentlich hier vorne schön reinsetzen, ne? Boah, da ist alles voll mit dem Verkehr. Ja, ist halt so. In einer größeren Stadt ist es so, da kann man leider nichts dran ändern. Wir ziehen hier in der Mitte noch eine Straße rein. Und dann werden wir hier Gewerbe mittlerer Dichte reinsetzen. Und ihr seht, zack, ist es auch schon wieder alles am Bauen. Es ist Wahnsinn. So, wir wollen aber mal gucken, ob wir hier irgendwo Rohstoffe entdecken. Dort haben wir Öl. Dort haben wir Öl. Hier haben wir Landwirtschaft. 2 Hektar. Ne, 2 Hektar haben wir schon im Plan drin. Hier haben wir auch nochmal ein riesiges Ölfeld. Aber ich glaube, da können wir gar nicht dran, weil da ist Wasser. Da ist Wasser. Ja, obwohl wir könnten hier... Ja, ein bisschen was könnten wir machen. Ein bisschen was könnten wir schon machen. So, hier haben wir natürlich eine riesige Wasserverschmutzung. Müssten wir uns auch mal drum kümmern. Wir haben hier Kläranlagen. Na, geh doch mal weg da jetzt. So. Genau, die würde ich auch zuerst setzen wollen. Die schaffen 172.000, 112.000 und die schafft 80.000. Eigentlich könnte das ja hiermit rein, ne? Aber geht ja nicht. Ja gut, wir könnten sie hier dran setzen. So. Dann gehen wir mal auf die Wasserleitung. Verbinden wir die erstmal miteinander. Genau. Reinigung startet. Und somithin dürften wir die jetzt eigentlich hier abreißen. Wir reißen sie einfach mal ab. Mal gucken, was passiert. So, Wasserversorgung. Ja. Ist in Ordnung. Wenn wir da jetzt noch 2, 3 beisetzen, dann haben wir dort eigentlich ganz gut. Erstmal ausgesorgt, finde ich. So, wie schaut es jetzt aus mit Wasser? Ja, da haben wir jetzt erstmal ausgesorgt. Abwasser wird produziert, gereinigt. Und somit dann haben wir dann keine Umweltverschmutzung mehr. Das ist doch auch schon mal ein riesiger Vorteil. Einen riesigen Vorteil für die Wasserversorgung. So, wir haben jetzt hier, haben wir noch ein Müllproblem? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
Mülldeponie. Hier ist noch mit 21% gefüllt. Ja, 97%. Puh. 11% schon wieder. Ja, wir warten mal ab. Wir gucken mal, wie das dann da läuft. Was ist hier? Normalbetrieb. Aber es ist... Ah, okay, gut. Gut. Damithin haben wir jetzt hier erstmal soweit alles ausgesorgt. Die Universität hat Studenten 520. 22. Oh, okay. Also da läuft es auch auf jeden Fall. Ach, du brauchst Wasser. Das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf gehabt. Zack. Und dann läufst du auch im Normalbetrieb. Das ist doch gut. Du hast aber noch nichts an Müll da. Aber ich denke mal, da wird der Müll gleich noch kommen. Ja, wir haben hier eine Abfahrt. Genau, das ist richtig. Dort haben wir ja auch überall Müll. Und wir haben schon wieder eine riesige Nachfrage nach Wohnhäuser. Hier setzen wir nochmal einen Arzt hin. Hier oben ist zwar, aber setzen wir auch nochmal einen hin. Ein großes Krematorium. Und wir haben die nächste Stufe erreicht mit 17.000 Einwohner. Ja, Wasseraufbereitungsanlage, Krematorium. Dann eine Kläranlage, eine weitere und nochmal ein Krematorium. Ja, ist doch sehr schön. Damithin haben wir hier auch schon wieder die nächste Stufe erreicht. Das ist doch sehr gut. Und wir müssen hier wieder hingehen. Und weitere Wohnflächen freigeben. Das werden wir auch gerne tun. Dafür haben wir ja direkt vorgesorgt. So. Und dann können die nächsten Bürger, die nächste Bevölkerung wieder einziehen. Des Weiteren könnten wir rein theoretisch sofort hingehen hier. Weiterarbeiten. Und hier sofort die nächste, das nächste Viertel aufbauen. Na, schade, das geht nicht. Das ist egal, machen wir es so. So und so. Müssen dann halt nur jetzt gleich auch mal gucken, dass wir das vernünftig organisiert bekommen mit mehr Gewerbe und Industrie. Weil Industrie steigt. Nachfrage. Na, willst du da nicht so, wie ich es will? Nö. Da will er nicht so, wie ich es möchte. Egal. Machen wir es so. Und so. Ja, 90 Grad. Ich glaube, wir haben hier einen Berg oder was, einen Hügel. Dadurch dann halt die Probleme jetzt. Aber egal. Das nehmen wir doch gerne so im Kauf. So und so. Ah, nee, das war jetzt... Das war mies. So. Machen wir direkt da drauf.
zwar nicht schön, aber selten. So, Gewerbe brauchen wir. Gewerbe würde ich sagen, machen wir hier weiterhin so schön am Rand entlang. Hier oben an der Autobahn machen wir es auch. Oder Schnellstraße ist es ja nur. Genau. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Dann würde ich ganz gerne hingehen. Und wir schauen mal kurz. Ich würde uns hier das Land gerne kaufen wollen. Und was wir darauf machen, werdet ihr dann in der nächsten Folge erfahren. Schaltet morgen auch wieder ein. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Lasst, wenn ihr das noch nicht getan habt, ein kostenloses Abo da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Weil nur so kann ich auch für euch weitermachen und mache ich auch für euch weiter. Umso mehr Abonnenten der Kanal natürlich hat, umso besser ist es für die Zukunft. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin, danke und tschüss.